merkwürdige Geräusche mitten in der Nacht beunruhigt? Erleben Sie Angstgefühle in Ihrem Keller oder auf Ihrem Dachboden? Haben Sie oder Ihre Familie jemals einen Spuk oder ein Gespenst gesehen? Wenn die Antwort ja lautet, warten Sie keine Minute. Nehmen Sie Ihr Telefon und rufen Sie die Profis. Rufen Sie die Geisterjäger. Wir sind immer bereit, Ihnen zu glauben. Franchises bald verfügbar. Rufen Sie an. Oh! Russell, hey Mann, bist du bei... Ortsflügel? Yep. Bei der Großausstellung? Ja, warum? Da ist etwas auf dem Weg zu dir. Moment. Ich höre was. Ich werde mal nachsehen. Willst du was echt Gruseliges hören? Ich habe was über Shandor gelesen, der Typ, der den meisten großer Kram gestiftet hat. Er war ein Okkultist, übernatürlicher Kram und so. Abgedrehter Typ. Ah! Warum reden wir nicht mal darüber? Irgendwann mal. Ah! Hey, Sie dürfen nicht hier rein! Stopp! Hallöchen, Freunde der Sonne. Quatscht da jetzt einfach mal rein. Ihr habt schon gesehen, der Film mir einen Kindheitstraum. Und der ist nicht größer als 1,74 werden. Hier werden Ghostbusters. Ja, das Ganze ist, glaube ich, nach dem Film. Geisterjäger? Was haben Sie? Erscheinung, Poltergeist, Phantom, und bildet eine neue Story. Aber auch mit Elementen von dem Film. Ich habe mir gedacht, jetzt schauen wir uns einfach mal an hierbei. Durch die Bank. Ich habe die Untertitel mal angelassen, weil ich hatte das Spiel davor auf Englisch, bis ich gemerkt habe, dass die deutschen Synchronsprecher zumindest von den vier Geisterjägern die echten sind. Von damals. Ist das nicht geil? Was gibt es fucking nochmal cooleres als Ghostbusters? Also, abgesehen von weiblichen Ghostbusters, die sind nicht so cool. Aber nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil sie nicht lustig waren. So, wir sind neuer Rekrut. Hey, der neue Kadett. Beziehungsweise Kadett. Das könnte bei den fucking Ghostbustern. Toll, Gefahr ist unser Leben. Wir beginnen mit 50%. Das sollte Brand- oder Gewebeschäden auf Minimum halten. Hey, zum Gewebe verbrennen nimm den Neuling. Auf keinen Fall, Ray. Auf den läuft doch unser... Das sind übrigens wir. Schätze, er hat recht. Wie heißt du nochmal, Kumpel? Keine Namen, Ray. Ich will keine emotionale Bindung. Nur für den Fall, dass... Du weißt, was dem Letzten passiert ist. Ah, ich liebe einfach die Ghostbusters-Filme. Also die alten. Der Humor ist einfach so geil. Bill Murray ist einfach der coolste Typ der Welt. Wir haben ein umfassendes, hartes Trainingsprogramm. Und er ist ja mittlerweile tot. Es dauert, Meisterfertigkeit zu erreichen. Aber es ist definitiv die Mühe wert. Haben wir im Vorspann gesehen, irgendwas ist im Museum passiert? Jetzt hat die Jungs die Welle ebenfalls erwischt. Ich glaube nicht. Ich hab's bisher nur angespielt, so die ersten 15, 20 Minuten, um zu gucken, wie das hier so läuft. Steuerung ist ein bisschen kacke. Genau, wir müssen die für die Geschichte relativ geil. Die Witze. Ja, wir kriegen jetzt am Anfang natürlich das obligatorische Tutorial. Ist ein Klasse 7, was auch immer. Schlecht? Oder sehr schlecht? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen... 7. Eine 7. Richtig? Sagen wir einfach, wir haben bald viel zu tun. Das ist so cool, wirklich. Und das ist nicht die gute Art. So, wir spielen eine Tastatur, aber das Gameplay ist komisch. Slimer ist wieder entkommen. Die Tastatursteuerung war letztes Mal auch kacke. Komm zurück. Ich glaube, wir müssen in den Keller. Ich habe das schon wieder vergessen. Das ist irgendwie vor ein paar Tagen mal getestet. Du mich herunter? Ja, das gute alte Ghostbusters Mobil, ey. Schade, ich dachte, sie sagt jetzt was. Geisterjäger, Bewegung. Was können wir für sie tun? Lassen Sie mich das aufschreiben. Wirklich? Ich kann einen Termin eintragen. Wie lautet die Adresse? Aber ich will jetzt mal hören, was sie sagt. Gut. Auf Wiedersehen. Das ist so cool. So, Slimer ist frei.
Da ist er ja. Komisch, die Sperreinrichtung zieht ihn irgendwie an. Er ist davon fasziniert, seit du den Bildschirm an die Einheit angeschlossen hast. Okay, ganz langsam jetzt, Kadett. Ich sage dir, was du tun musst. Errege seine Aufmerksamkeit mit dem Protonenstrahl. Ja, das ist ja immer eine gute Idee. Und jetzt ist das Problem hier, das seht ihr vielleicht ein bisschen mit der Steuerung. Ist hier ein bisschen schwerfällig, wenn ich mich so drehe, aber... gerade nach links, aber das wird schon. Das ist sehr empfindliche Ausrüstung, die du da desintegrierst, Kumpel. Ups, du hast einen rausgelassen. Mein Fehler. Ich habe heute Nachmittag die Interdimensionaldichtung fein abgestimmt. Ich werde das reparieren. Ihr zwei bringt die Geister. Das Spiel ist alt, aber grafisch geht das voll klar. Nachdem du das Pack bereits trägst, ist das die Gelegenheit für ein bisschen Training. Wenn man sich richtig vorbereitet, ist es zweimal harmlos. Mehr oder weniger. Bei dem anderen bin ich da nicht so sicher. Gut, also schnappen wir sie uns. Oh, keine Sorge wegen der Sperreinrichtung. Beim ersten Einsatz des Protonenstrahls übertreibt man gern mal. Egan repariert das im Nu. Okay, ich schau mir nachher erstmal Ghostbusters an. Komm Junge, ich will hier rein, ich will gegen Geister kämpfen. Also, zunächst mal, bevor die Sache ernst wird, machst du dich besser mit deinem Protonenpack. Das kann dein bester Freund im Einsatz sein. Ah, es ist geil. Alles, was du wissen musst, wird auf dem Pack selbst angezeigt. Das hier zeigt ich bin fast so hyped wie bei PES. Sogar ein bisschen mehr, weil es Ghostbusters ist. Desto mehr Schaden steckst du weg, ohne dass es dich von den Füßen haut. Dieser Balken zeigt die Hitzestufe deines Packs an. Wenn er oben ankommt... Ah, also laut GameStar ist die Spielzeit ungefähr 8 Stunden. Ich werde mal gucken, wie ich das unterteile. Ich glaube, wir werden richtig viel Spaß damit haben. Festsetzen und einfangen. Spektrale Entitäten ziehen all ihre Stärke aus einer Ansammlung von PK-Energie. Beim Beschuss mit dem Protonenstrahl oder anderer Offensivausrüstung wird diese Energie nicht so abgebaut. Viel, ich will schießen. Durch Abbau der PK-Energie sind Geister auch leichter zu fangen. Und jetzt sehen wir hier, der grüne Balken ist sowas wie seine Lebensenergie. Sie zeigt die aktuelle Höhe der PKE eines Geistes. Je mehr du davon auflöst, desto schwächer wird er. Also PKE hier genannt. Das Pack kommt in den roten Bereich. Oh, wir haben Slimer verloren. Mit R kann ich immer mein Pad auslüften, damit es sich überhitzt. Oder? Oh Gott. Ich dachte, Slimer wäre eklig. Was ist denn der Dicke hier? Was ist das? Ach, Gespensterleitfaden. Faulgeist. Angriff Distanz. Ach Gott, der ist aus dem Hotel. Ich glaube, in das Hotel gehen wir nachher. Das ist gut besorgt. Nächster Schritt, festsetzen. Das war gerade ein Teamkill. Du kannst einen Sperrstrahl auf Schubser genannt manuell mit dieser Steuerung projizieren. Das Pack stellt aber auch selbst fest, links. Ob ein Geist ausreichend geschwächt ist und schaltet automatisch auf Sperrstrahl um. Los, rein mit dir. Wirf einen Sperrstrahl auf diesen Schleimbeutel. Ey, hab ich sogar gemacht. Fantastisch, genau! Sobald sich der Geist in deinem Sperrstrahl befindet, lädt sich die Schmetteranzeige langsam auf. Um das Aufladen der Schmetteranzeige zu beschleunigen... Jetzt können wir ihn hier schön mit rechts durch die Gegend schmeißen. Wir müssen ihn, glaube ich... Ich bin da noch nicht so wirklich gut drin. Siehst du den Strahl schneller wie andere? Versuch es mal! Gute Arbeit! Guter Fang, Cowboy! Wenn die Schmetteranzeige deines Packs gefüllt ist... Ach so! Das ist eine Anzeige, hätte man mal sagen können. Jetzt können wir mit dem Einfangen weitermachen. Du brauchst einen Platz, um das Ding einzusperren. Na also, perfekt. Siehst du, was auch immer du machst, so. Ja, ich habe tatsächlich beim letzten Mal im Tutorial nicht aufgepasst. Das erklärt einiges. Sehr schön, Kadett. Du scheinst Zukunft zu haben. Oh, und vergiss nie, deine Falle wieder einzusammeln. So, Falle einsammeln. E. Hast du sie erwischt? Zu 50%. Slimer ist ausgebüxt. Oh Gott. Unser Kadett hat seinen ersten erwischt. Ein echt fieser Kunde. Oh, und du musst vorsichtig sein, was das Kreuzen der Ströme angeht. Mit anderen Worten, lass es. Niemals die Strahlen kreuzen. Sticht auch wie der Teufel. Ah, ist das geil. Hey, warum bekommt dieser Typ all den neuen Kram? Er ist unser neuer Experimentalausrüstungstechniker. Und auch noch einen coolen Titel. Das bedeutet, dass er mit ungetesteter, extrem gefährlicher Ausrüstung herumläuft, die einen bis nach New Jersey blasen kann, wenn man nicht richtig damit umgeht. Oh, das ist der Typ, der unsere äußerst gefährliche Prototyp-Hardware herumschleppt, die einen eventuell bis nach New Jersey bläst. Danke, behalt den Titel, Kumpel. Er passt gut zu dir. Bill Murray ist einfach Scooter, so wir müssen weiter, dermaßen cool. Oh, was kommt denn jetzt für ein Anruf? Geisterjäger, was können wir für Sie tun? Lassen Sie mich das aufschreiben. Ist halt die Frage, ob sie immer dasselbe sagt. Wann ist das passiert?
Ach, scheiß drauf, wir fahren jetzt im fucking Geistermobil, ey. Wie lautet die Adresse? Wohin, Ray? Zum Sedgwick Hotel. Ah, sag ich doch, Sedgwick Hotel. Genau. Zum Slimers alte Heimat. Haben wir ein echt gutes Buffet? Das hier ist gut. Sobald Winston aus der Oper zurückkommt, lade ihn doch ein, uns zum Essen im Sedgwick zu treffen. Ich hatte nämlich schon Angst, dass der gar nicht dabei ist, der Vierte. Ich das hier nicht gelesen hatte beim Test. Ich hatte ohne Sound, erst ohne Sound gespielt. Aber dann kam, ja, der ist hier, der ist gerade Urlaub. Dachte ich mir, oh Gott sei Dank. So, aber das Ganze sehen wir auf jeden Fall. Beim nächsten Mal wieder so im Hotel weiterläuft. Jetzt haben wir erstmal das Tutorial hinter uns. Wir sind Kadett der Ghostbusters mit dem geilen neuen Scheiß. Ich sage, freut euch auf morgen, wenn es weitergeht. Hier bei Ghostbusters. Tschüssi. Hallo, ich bin die Endcard. Wir werden uns jetzt, glaube ich, in Zukunft häufiger sehen. Ich hoffe, dass wir dich im heutigen Video unterhalten konnten. Wenn ja, dann lass uns doch ein Like da, schreib einen netten Kommentar. Oder abonniere unseren Kanal. Das geht ganz einfach hier links oben, wenn du auf das Logo drückst. Oder wenn du Bock auf unser letztes Video hast, kannst du einfach links unten im Fenster draufdrücken und kommst direkt dahin. Für die Playlist des Spiels aus dem aktuellen Video kannst du einfach rechts unten klicken und du hast die volle Dröhnung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.